Hallo und willkommen bei How-To Buddies. In diesem Video geht es um das Thema 5G beim Samsung Galaxy A54 5G. Und zwar ist es heute immer noch oft der Fall, dass man das 5G-Netz nicht flächendeckend nutzen kann, weil es eben auch noch nicht flächendeckend ausgebaut ist. Das ist keine Ausnahme. Es kann aber auch sein, dass euer Anbieter das gar nicht ermöglicht, 5G, oder ihr das in euren Tarifoptionen gar nicht mitgebucht habt, eine 5G-Möglichkeit. Und das sind dann alles Faktoren, wo man dann drüber nachdenken sollte, ob man die permanente Suche nach 5G-Netzen hier unterbindet bei dem Gerät. Auch wenn es 5G fähig ist, sind ja heute viele Smartphones, aber es gibt eben, wie gesagt, verschiedene Punkte, ja, weswegen man das mal überlegen sollte. Denn die Suche nach 5G, die zehrt ganz schön an der Energie sozusagen, also am Akku, und das kann man eben unterbinden, indem man die bevorzugte Suche aufs 4G-Netz beschränkt. Das geht wie folgt: Ihr wischt einmal hier hoch, guckt, wo eure Einstellungen-App liegt, hier ist sie bei uns, und in den Einstellungen geht ihr dann zum Menüpunkt ganz oben Verbindungen. Da müssen wir hin, und dann seht ihr hier so ein bisschen was zu WLAN und so weiter, SIM-Manager, und hier haben wir mobile Netzwerke. Da klickt ihr einmal drauf und dann sehen wir hier jetzt Netzmodus 5G, LTE, 3G, 2G, und er sagt hier automatisch verbinden. Also das ist aktiv. Wenn ich da jetzt einmal draufklicke, dann habe ich hier auch noch eine andere Option, natürlich versteckt. Man soll ja 5G gerne nutzen, aber wie gesagt, in unserem Fall ist es so, dass wir gar kein 5G in unserem Tarif haben, deswegen macht das für mich überhaupt keinen Sinn, und ich sage, dass er bitte gerne 5G da ausklammert und wir eben uns aufs LTE-Netz beschränken. Funktioniert auch wunderbar. Heutzutage sind wir ja auch alle noch größtenteils so gewohnt aus der Vergangenheit, und LTE ist auch flott. Natürlich, wer 5G nutzen möchte und auch die Optionen und Möglichkeiten hat, der sollte das Ganze natürlich aktiv lassen. Aber in unserem Fall macht es keinen Sinn, ist ja bei euch vielleicht genauso, und dann seht ihr, wie ihr das eben abschalten könnt. Wenn ihr das jetzt abgeschaltet habt oder umgeswitcht habt, weil das bei euch noch gar nicht so weit ausgebaut ist, dann solltet ihr natürlich dran denken, wenn das denn mal so weit ist irgendwann, das 5G-Netz bei euch dann ausgebaut ist, dass ihr diese Option wieder umschaltet, denn nur dann könnt ihr natürlich auch vom 5G-Netz profitieren. Das war's zum Thema 5G ausschalten bzw. die Suche auf LTE beschränken beim Samsung Galaxy A54 5G. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit einen guten Tipp geben. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.